Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. In dieser Videolektion sprechen wir über die Berufe für das 21. Jahrhundert. Mein Name ist Tatjana Schoscher und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Heute werdet ihr einige aktuelle Berufe und einige Berufe der Zukunft lernen. Ihr werdet einem Lese- und einem Hörtext zum Thema Berufe für das 21. Jahrhundert Informationen entnehmen. Ihr werdet auch das Foto 1 gebrauchen und am Ende einen kurzen Text über die Berufe der Zukunft schreiben. Um an der heutigen Lektion erfolgreich teilnehmen zu können, braucht ihr ein Blatt Papier oder euer Heft, etwas zum Schreiben wie einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und den Internetzugang auf euren Handys, Computer oder Tablets. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen, wenn ihr euch noch einmal etwas ansehen oder anhören wollt. Wenn ihr die Ikonen hier oben rechts seht, dann sollt ihr etwas lesen, schreiben, hören oder euch ansehen. Unser heutiges Thema sind Berufe fürs 21. Jahrhundert. Doch wollen wir zu Anfang dieser Diskussion einige herkömmliche Berufe aufzählen. Welche wären das? Započnimo današnju lekciju podsjetnikom na dosadašnje uobičajena zanimanja. Koja bi to bila? Notiert bitte. Vielleicht habt ihr einige von diesen Berufen aufgeschrieben. Der Arzt, der Lehrer, der Programmierer, der Bäcker, der Kellner, der Verkäufer. Oder vielleicht habt ihr einige andere auch geschrieben, denn es gibt noch sehr viele andere herkömmliche Berufe. Könnt ihr diese herkömmlichen Berufe beschreiben bzw. sagen, was zum Beispiel ein Programmierer macht oder ein Verkäufer, ein Arzt und so weiter? Versucht das zuerst selbstständig zu machen. Wenn ihr doch eine kleine Hilfe braucht, gibt es hier diese Notizen, die die Berufe beschreiben. Doch die sollt ihr zuerst richtig den Berufen zuordnen. Das ist eure Aufgabe jetzt. Linke mit der rechten Seite bitte verbinden. Macht eine kurze Pause dafür. Wenn ihr die Seiten richtig verbunden habt, wisst ihr, dass ein Lkw-Fahrer einen Lkw fährt, dass ein Programmierer programmiert, ein Architekt zeichnet und gestaltet ein Gebäude, ein Verkäufer verkauft Sachen, ein Arzt untersucht Patienten, ein Lehrer unterrichtet Schüler, ein Anwalt vertritt Menschen vor dem Gericht, das Gericht ist Sud, dakle zastupa Jude pred sudom, odvjetnik. Ein Koch kocht und ein Buchhalter kümmert sich um Finanzen. Das sind die herkömmlichen Berufe. Könnt ihr vielleicht sagen, welche von diesen Berufen es auch in 20 Jahren geben wird? Ist das vielleicht Lkw-Fahrer oder Programmierer, Architekt, Verkäufer, Arzt, Lehrer, Anwalt, Koch oder Buchhalter? Überlegt ein bisschen. Um die Frage, welchen Beruf es auch in 20 Jahren geben würde, zu beantworten, könnte euch vielleicht diese Frage helfen. Kann in 20 Jahren jemand anderer diesen Beruf machen? Und wer könnte das sein? Könnte jemand anderer zum Beispiel Patienten untersuchen? Könnte jemand anderer Menschen vor dem Gericht vertreten? Könnte jemand anderer kochen, sich um Finanzen kümmern? Könnte jemand anderer einen LKW fahren, Schüler unterrichten, programmieren, ein Gebäude zeichnen und gestalten, Sachen verkaufen? Und wer könnte das machen? Das könnten die Roboter machen oder ein Roboter. Doch nicht alle Berufe. Nicht alle von diesen Tätigkeiten. Ein Roboter könnte zum Beispiel Patienten untersuchen, doch schwierig könnte er Menschen vor dem Gericht vertreten. Er könnte kochen,
sich um Finanzen kümmern, einen LKW fahren, doch er könnte nicht Schüler unterrichten. Er könnte programmieren, doch er könnte einen Architekten nicht ersetzen. Einen Verkäufer schon, also ein Roboter könnte Sachen verkaufen. So, diese Tätigkeiten könnte er ausüben. Und damit kommen wir zu der Antwort auf die Frage, welche Berufe es auch in 20 Jahren geben wird. Das sind der Anwalt, der Lehrer und der Architekt. Es stellt sich also die Frage, welche Berufe die sogenannten Trendberufe sind oder sein werden. Das sind die Jobs, die bald gefragt sein werden. Gefragt sein, welche Berufe sind es? Wie uns diese Fotos zeigen, können wir feststellen, dass die Trendberufe Berufe sind, die mit neuen Technologien verbunden sind. Und die neuen Technologien sind hier dargestellt. Kao što vidimo, zanimanja koja su danas u trendu su povezana sa novim tehnologijama. Auf dem ersten Foto sehen wir das Hologramm, im Plural die Hologramme. Das ist ein digitales 3D-Bild. Auf dem zweiten Foto ist ein Gerät, das heute schon ein bisschen bekannter ist. Das ist die Drohne. Im Plural die Drohnen, Drone auf Kroatisch. Und drittens der schon erwähnte Robot, im Plural sind es die Roboter. Jetzt stellen wir euch fünf neue Berufe für das 21. Jahrhundert, die heutzutage noch unwahrscheinlich klingen. Doch in der Zukunft werden sie gar nicht so unwahrscheinlich sein. Auf der linken Seite seht ihr kroatische Berufsbezeichnungen. Virtualni osobni pomoćnik, serviser holograma, savjetnik u prodaji robota, pilot dronova, designer proširene stvarnosti. Hier auf der rechten Seite die deutschen Übersetzungen. Und jetzt sollt ihr eine kurze Pause machen und Paare finden, beziehungsweise die linke mit der rechten Seite verbinden. Versuch das mal. Virtualni osobni pomoćnik ist virtueller persönlicher Assistent. Serviser holograma, hologrametehnika. Savjetnik u prodaji robota, robota operata. Pilot dronova, dronenpilot. A designer proširene stvarnosti, virtual reality experience designer. Was haben diese Berufe auf jeden Fall gemeinsam? Was denkt ihr? Sie verbinden altes Wissen mit neuen Technologien. Und klingt das noch immer so verrückt? Und könnt ihr euch vorstellen, womit sich folgende Berufe beschäftigen? Abfalldesigner, Telechirurg, 3D-Handwerker, Cybersecurity Officer, urbaner Bauer. Überlegt ein bisschen. Diese Fotos könnten euch sicherlich dabei helfen. Versucht jetzt, diese Fotos den Berufsbezeichnungen zuzuordnen. Überprüfen wir jetzt eure Lösungen zusammen.
Dieses Foto stellt dar, womit sich ein Abfalldesigner beschäftigt. Mit dem Abfall nämlich. Dieses Foto zeigt das Ergebnis der Arbeit eines urbanen Bauers. Ein 3D-Handwerker setzt in seiner Arbeit den 3D-Drucker ein. Ein Cybersecurity Officer verhindert Cyber- oder Internetangriffe. Und ein Telechirurg operiert mit Hilfe eines Roboters. Um über diese fünf Berufe noch weitere Informationen zu erfahren, werdet ihr jetzt in einem Text die Informationen über sie finden und damit, also mit diesen Informationen, diese Tabelle ergänzen. Zeichnet bitte einfach diese Tabelle in eure Hefte ab, macht Pause, liest diese kurzen Texte und ergänzt danach die Tabelle. Die Texte findet ihr unter dem Link bit.ly/berufe21, wobei B groß geschrieben wird, oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Beschreibungen oder ähnliche Beschreibungen der Berufe gefunden habt. Ein Telechirurg kann Operationen trotz weiter Distanzen mit Hilfe von Robotern und Kameras durchführen. Dafür braucht er die 5D-G-Technologie. Urbane Bauer können Lebensmittel direkt vor Ort anbauen. Dafür brauchen sie Solarenergie und so entstehen die Plantagen auf Hochhausdächern, die sogenannten vertikale Gärten. Ein 3D-Handwerker kann ganz einfach und bequem vor Ort das fehlende Werkzeug mit Hilfe des Druckers ausdrucken. Dieses Foto eines 3D-Druckers haben wir davor gesehen. Ein Cybersecurity Officer schützt vor digitalen Angriffen, das bedeutet vor Internetkriminalität, und damit werden kritische Netzwerkinfrastrukturen verbessert. Seine Aufgabe ist, mögliche Sicherheitslücken online zu entdecken, bevor es Hacker tun können. Ein Abfalldesigner beschäftigt sich mit etwas, was wir das Upcycling nennen, und das ist die Lösung für das zunehmende Plastikproblem. Er stellt aus Abfällen oder nutzlosen Stoffen hochwertige Produkte her. Um diese neuen Berufe für das 21. Jahrhundert noch besser zu verstehen, könnt ihr euch jetzt ein Video ansehen, in dem die Fragen integriert sind. Das Video befindet sich unter dem Link bit.ly/berufe211, wobei B im Wort Berufe groß geschrieben wird. Oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Analysieren wir jetzt ein paar Sätze aus diesen Texten. Die Roboter werden in der Zukunft fast alle Berufe ersetzen. Roboti će u budućnosti zamijeniti gotovo sva zanimanja. Ein Roboter wird das Putzen im Haushalt übernehmen. Robot će preuzeti i čišćenje u kućanstvu, u kući. Jeder wird einen Roboter zu Hause haben. Svatko će imati robota kod kuće. Welche Verbformen haben wir in diesen Sätzen? Mal sehen. Die Roboter werden in der Zukunft fast alle Berufe ersetzen. Hier sehen wir zwei Verben. An zweiter Stelle das Hilfeverb werden und am Ende des Satzes Infinitivform ersetzen. Das gleiche im zweiten Satz. Ein Roboter wird übernehmen. So wie im dritten Satz. Jeder wird haben. Also wie schon gesagt, an zweiter Stelle befindet sich das Hilfsverb werden und am Ende dieser Sätze haben wir die Infinitivform. Da es sich um die Zukunft handelt, nennen wir diese Zeitform Futur 1. Schreibt bitte diese Beispiele ab.
Ein Satz im Futur 1 lautet also wie folgend. Du wirst morgen kommen. An zweiter Stelle sehen wir, befindet sich das Hilfsverb werden. Und am Ende des Satzes der Infinitiv. Das Hilfsverb werden ist ein unregelmäßiges Verb. In der zweiten und in der dritten Person Singular weist er eine unregelmäßige Form auf. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Schreibt bitte diese Beispiele ab. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt aus diesen Satzteilen die kompletten Sätze auf. Du als Reiter Handwerker arbeiten. Ihr die Ausbildung zum Telechirurgen machen. Marco einen Roboterberater beim Kauf brauchen. Eines Tages wir sie das Leben ohne Roboter nicht vorstellen können. Die Unternehmen mit Hilfe von Cyber Security Officer sich vor Internetkriminalität schützen. Macht bitte Pause und schreibt die Sätze auf. Und so lauten die fertigen Sätze im Futur 1. Mit blauer Farbe ist das Hilfsverb werden markiert und mit roter Farbe die Infinitivform. Du wirst als 3D-Handwerker arbeiten. Ihr werdet die Ausbildung zum Telechirurgen machen. Marco wird einen Roboterberater beim Kauf brauchen. Eines Tages werden wir uns das Leben ohne Roboter nicht vorstellen können. Die Unternehmen werden sich mit Hilfe von Cyber Security Officer vor Internetkriminalität schützen. Futur 1 könnt ihr noch digital einüben. Die Übung befindet sich unter dem Link bit.ly/futurberufe, wobei F im Wort Futur und B im Wort Berufe groß geschrieben wird. Oder scannt diesen QR-Code ein. Viel Spaß dabei! Und am Ende noch eine schriftliche Aufgabe für euch. Beantwortet bitte diese Fragen und eure Antworten könnt ihr eurer Deutschlehrerin oder Deutschlehrer zur Kontrolle schicken. Welcher Beruf für das 21. Jahrhundert gefällt dir? Warum? Wie ist deine Meinung über die Roboter? Was denkst du? Werden die Roboter in der Zukunft alles machen können? Was werden sie vielleicht nicht machen können? Ganz am Ende der Lektion sollt ihr euch bewerten, wie gut ihr die Lernziele erreicht habt. Kreuzt nach jeder Aussage das betreffende Emoji an. Ich kann einige Berufe der Zukunft nennen und beschreiben. Ich kann einem Text über Berufe für das 21. Jahrhundert Informationen entnehmen. Ich kann ein Video über Berufe der Zukunft verstehen und Fragen beantworten. Und ich kann meine Meinung zu den Berufen der Zukunft ausdrücken. Hoffentlich habt ihr viele lachende Emojis angekreuzt. Hier die Quellen für die benutzten Fotos in dieser Lektion. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zu der nächsten Lektion. Auf Wiedersehen. Tschüss.